secondary all the time. Sorry? Secondary. She is leading all the time. The best position is yours. Only chance you've got, darling. Direct dişleri. Do you feel very restricted? Very neglected? Oh, I feel a bit. Direkt Einsatz. Einsatz. Benediktus. Sind aber anders. Wir können aber nicht die Semantik völlig opfern. Benedictus qui venit. Ja. Mehr hebt uns vor oder jetzt werden wir teilen? Ja, nochmal. Vielleicht einen Takt vor, wenn das ginge. Ein Takt vor, ja. Ein Takt vor dem Einsatz, hat sie recht. Ja. Drei. Und es ist noch was anderes, was so ganz undefinierbar bleibt. Sie können auch nicht anders als es geschehen lassen. Sie lassen es entstehen. Man tut selbst nichts. Man sieht zu, aber dass nichts dazwischen kommt, was diese Entstehung, diese wunderbare Entstehung irgendwie hindern konnte. Also man ist unglaublich aktiv und in der gleichen Zeit unglaublich passiv. Man will nichts, man lässt es entstehen. Das ist eine Replika der Engel. Das ist eine himmlische, ein himmlisches Echo von dem, was die Menschen da unten singen. Nochmal. Eins und die. Ja. Nicht, Engel. Wenn nicht. Wonderful. As they do, get the same.
Deutsch. Benissimo. Warum hören Sie nicht, dass er runterkommt? Ist das wichtig hier da drin? Es ändert es tot. Ist das wichtig oder er ist wichtig? Tira, tira, ra, 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 ra. Außerdem steht überall pianissimo. Maxim, viel ruhiger einatmen. Ich bin hinterher. Jedes Mal Team, ruhig einatmen. Wir sind alleine. Direkt, wo das Anstieg anfängt. Sechs vor Cäsar, bitte. Sechs vor Cäsar. ...1988 auf Gastspiel mit seinem Münchner Orchester ist Celibidache nach langer Abwesenheit wieder in Tel Aviv gewesen und hat dort Musiker getroffen, mit denen er in den 50er und 60er Jahren viel gespielt hat. Ich habe vergessen, dich in August zu gratulieren, da war ich selber krank. Ich war in, auf einer Tournee mit Schleswig-Holstein. Komm zu mir. Wie geht's? Mein Gott, wir sind jünger geworden, was? Ja. So, Boris, so reicht es. Ich fand es sehr schön. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wir haben das schon gesehen. Ja. Viele Jahre. Er introduziert. Ich hab noch einen Bruder. Schwager. 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 Ja, er ist ja ein Verräter. Ist nicht da. Meine Jassi-Leute aus Jassi, ich habe Angst zu fragen. Ich habe gefragt, wo ist der? Nicht mehr da. Wo ist Benno Baruch? Nicht mehr da. Wo? Ach, das ist schrecklich. Nichts hasse ich mehr als das Gefühl, dass jemand, zu dem man nicht mal verwandt, aber zu dem man nah gestanden hat, die ersten Eindrücke des Lebens geteilt hat, das, er ist nicht mehr da. Das geht nicht in meinem Kopf. Es ist schrecklich brutal alles. Wenn man kein Glaube hat, ist man absolut verloren. Sag mal, wir sind jetzt, mein erster Besuch in Israel war 52. 54. Das erste. 52, das weiß ich genau. Das war mit der italienischen? Keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß nur, dass ich sehr begeistert war, weißt du, was für eine Symphonie war. Da habe ich einen Fagottisten, Rechmann, entdeckt. Er war schon bekannt. Also. Und ich war so begeistert von ihm, so ein fantastisches Ohr und Ton und alles. Und dann kommt er zu mir und sagt, ich freue mich, dass es so einen Musiker gibt wie Sie, sagt er zu mir. Aber war ich so selig. Und dann sind wir sehr gut befreundet. Er hat einen Sohn, der macht schöne Karriere in Amerika. Aber nicht ein fantastischer. Gut ist auch gut. Nein, gut ist nicht gut. Gut ist nicht genügend.